So, hallo zu einem Let's Play einer Adventure Map. Diese Adventure Map wird jetzt zusätzlich zu meinen normalen Let's Plays hochgeladen. Es wird nur eine etwas kürzere Let's Play-Serie sein mit einigen Folgen. Ich weiß nicht, wie lange die Map dauert. Die ist auch noch gar nicht fertiggestellt. Das heißt, wir werden dann irgendwo enden, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich sag mal so, ihr könnt theoretisch auch auf meinen Zweikanal schauen. Da gibt's auch schon andere Adventure Maps von mir, die ich schon vorher mal Let's Played hatte, wie The Fall of Gondolin oder Paradox. Und Dungeon Run habe ich, glaube ich, abgebrochen. Ich führe das ganze Adventure-Craft-Projekt jetzt aber auf dem Hauptkanal weiter. Aus bestimmten Gründen werde ich dann nochmal im Zweikanal-Video erklären, wenn ihr da unbedingt wollt. Also, ihr könnt da gerne mal nachschauen. Den Zweikanal-Link werde ich auch noch in die Beschreibung setzen. Keine Sorge, bin nur ich. Ihr kauft kein Lama oder sonst irgendwas. Und jetzt schreibt mir nicht in die Beschreibung, Quatsch, in die Kommentare. Ich will aber ein Lama. Das kriegt ihr dadurch auch nicht. Okay, wie gesagt, dort werden die vorherigen Projekte im Sinne dieser Adventure-Craft-Serie sind auch, schon etwas älter eigentlich. Aber das macht nichts. Ich würde sagen, ich leg mal los mit dieser Map. Ich bin schon wieder eine Minute am Sabbeln. Das ist unglaublich. Ich starte einfach mal. Ich bin ja dann einfach in dem Spawnraum so gespawnt hier. Und ich guck mal ganz kurz hier in den Ofen. Ja, ein Potion. Ich habe im Forum mich schon ein kleines bisschen durchgelesen. Und zwar stand da drin, Türe auf, dass die Potions so eine Art Highscore sind. Und ich habe gedacht, ach genau, bevor es überhaupt jetzt hier losgeht, ich muss nur die Map ankündigen. Und zwar ist das Thinking with Blocks Testing Course, also eine Map zum eher so denken und nicht zum eher nur so durchjumpen oder... Also wahrscheinlich wird es dort einiges zu Rätseln geben und da dachte ich mir, das kann man mal ausprobieren. Bitte schickt mir nicht eure Adventure Maps als Vorschläge ein, ihr könnt auch gerne Vorschläge einschicken, was ich als nächstes spielen sollte. Aber bitte nicht eigene Maps, weil ich dann immer ein bisschen skeptisch bin wegen den Files und man weiß ja nie, wo die gerade herkommen oder ich sag mal so, ich will ja nichts so sagen, aber Viren- und Trojaner-Gefahr, ich bin immer ein bisschen vorsichtig und deshalb suche ich mir die Maps im Forum selber und schaue mal erst, was da noch für andere Kommentare drin stehen. So, dann würde ich sagen, starten wir so langsam mal. Ich bin also Test-Subject 1000 1000 1000. Okay, wir sind also das nicht mehr der Erste, sondern der Tausender, Millionen, Milliarden, Billionen, also wir sind der 100 Billionste, 10 Milliardste, doch 1000ste, genau, so viel da sind wir und der hier hinten ist einer vor mir. Oder? Vor mir? Nö. Der ist über 9000 Stellen hinter mir. Egal. Okay, dann sind alle zwischen uns krepiert und der ist, hat schon ein bisschen länger ausgehalten und ist dann nicht mehr da. Okay, so. Ich fange mal an mit den Regeln. Ich denke, das wird jetzt hier alles erklärt werden. Plus Story. The Rules, die Regeln. Kein Cheaten. Und keine Sachen einzubauen lassen. Also zum Beispiel zu cheaten durch Creative Mode oder Too Many Items. Es sei denn, du bist gestorben und du brauchst das für den weiteren Prozess. Okay, also für die Story. Drittens, jedes Schild lesen und der Story folgen. Okay. Redstone heißt, ich soll auf Easy wechseln. Gold heißt, ich soll auf Normal wechseln. Und Diamond heißt, ich soll auf Peaceful wechseln. Kann ich mir das merken? Ich hoffe es mal. Redstone zu Easy, Gold zu Normal. Okay, Hard brauchen wir in dem Fall nicht. Gold normal. Und Diamanten zu Peaceful. Fünftens, have fun. Okay, Insel Trollface ist hier. Okay, Trollface jetzt draufklatschen. Ne, ich hab keins. Ich hab's vergessen. Regel Nummer 6. Naja, okay, ist eher eine optionale Regel. Die Potions werden in Öfen versteckt werden. Dann habe ich schon gelesen gehabt. In der ganzen Map wird verteilt und das ist dein Highscore. Und du kannst selbst, oder du musst dann natürlich selbst entscheiden, ob du die Pots benutzt oder behältst, weil das wird nämlich dein Highscore vermindern. Und den Score können wir dann im Forum eventuell posten. Und wie gesagt, dabei sollte man auch nicht cheaten, weil der ja weiß, wie viele Potions da versteckt sind. Er hat die Map ja gebaut. So. Achso, Diamantblock, ich würde sagen, ich muss auf Peaceful, habe ich schon, okay. Dann, welcome to Thinking with Blocks, Blocks Testing Course, okay, nochmal die Map angesagt. Wie gesagt, Link in Beschreibung zum Forum, falls ihr die auch haben wollt. Meine Scanner beobachten dich und es sieht so aus, als hättest du kein Geschlecht. Sind die gerade am Failen oder sagst mir, was für ein Geschlecht denkst du, hast du? Okay, dann, wie auch immer, nimm dir ein paar Waffen aus der Kiste. Und nimm alles, was mit einem Buchstaben L startet. Okay, die erste Herausforderung. Alles, was mit einem Buchstaben L startet. Die Potions dann schon mal nicht, weil das fängt also mit P an. Wäre auch zu geil. Da könnte ich mir jetzt ein bisschen Highscore farmen. Und dann habe ich hier schon Potions of Fire Resistance, alles mögliche. Aber ich cheat hier in diesem Fall nicht. Alles, was mit L anfängt. D, L, B, A, L. Natürlich alle Leather-Sachen, zwar klar. F, nö.
Nö, nö. Ah, sonst nichts. Es sind so geile Sachen drin. Warum kann ich die nicht haben? Hier. Warte mal, hier ist so ein Potion. Nee, Sloan ist nicht blöd. Harming. Das ist cool. Wenn irgendwann die Mobs oder sonst was kommen, dann auf Easy gewechselt, können wir die übelst wegbomben. Aber nein. Bogen wäre auch nicht schlecht. Aber kein L mehr, ne? Nö, nur noch ein F. Okay, ich kann noch lesen. Ja, ich kenne den Buchstaben F noch, aber okay, gibt's anscheinend dann so nichts drin. Dann würde ich sagen, Schuhe anziehen, Hose anziehen, Rüstung anziehen oder Tunic anziehen. Und dann würde ich sagen, können wir da irgendwie so hier durch. Obwohl, geht ja nicht. Muss ich hier noch reingucken, ist eine Druckplatte. Test Subject Numero irgendwas. Aha, okay. Ja. Habe ich denn das im Angebot? Also ich sehe schon mal, hier ist eine Druckplatte mit irgendwas, ne? Draufgehen. Geht das auch wieder zu von alleine? Ja, sieht so aus. Ich muss also was draufschmeißen, aber... kann ich irgendwas mit L draufschmeißen? Ist doch gar nichts mehr drin, gell? Apple, da ist auch ein L drin. Und bei Glistering ist auch ein L drin. Aber ich glaube, das zählt nicht ganz. Weil es was mit dem Letter L beginnt. Also ich muss da wohl irgendwas reinschmeißen. Aber was denn? Diamond, 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 Apple. Ich will aber keinen Pot reinschmeißen, weil dann verbrauche ich ja schon wieder praktisch den Highscore. Apple, Flint, Arrow, Bo. Was kann ich da reinschmeißen mal? Das ist ein F und kein L. Sieht so aus, als müsste irgend sonst was reinschmeißen. Hier war ja nichts mehr drin, so an sich. Nö, 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 nö. Passt oder passt nicht. Und Sprinten reicht auch nicht. Okay, dann muss ich wohl über einen Potion opfern. Und ich nehme da mal einen Potion of Strength, weil da habe ich zwei. Regeneration ist ja dann mal egal. Oder wäre dann wohl wichtiger. Und, okay, hier ist ein Bug drin. Haha, ein Bug. Okay, gut. Oh. Okay, ich dachte nicht, dass so ein blödes Testobjekt wie du in der Lage wäre, den letzten Test zu passieren. Okay, wie auch immer. Es ist Flint und Steel Time mit Test Subject Nummer... die Zahl ist jetzt nicht wahr. Stirb nicht. Okay. Flint and Steel Time. Da bin ich gerade mal gucken. Ich bin nur noch auf Peaceful. Ja, okay, Diamond. Flint and Steel. Und jetzt... Soll ich das hier anzünden, runterfallen? Ja, sieht so aus. Ich nehme mal am besten. Ach Quatsch, das reicht. Wie viel will ich denn da anzünden? Okay. So, ein Feuerzeug hätten wir im Angebot. Das tue ich mal ganz kurz auf die Auswahl. So. Ich gehe mal ganz kurz da dran und renne schleunigst zurück. Ach so, warte mal kurz. So. Boom. Ah, okay, ich dachte, fliegt so alles in die Ohren. Brauche ich ja gar nicht rennen. Okay. Das heißt, mit Klartext müssten... Ich habe keinen Creative Mode. Nein, habe ich nicht. Okay, ich dachte gerade schon. Ich würde sagen, ich springe da mal runter. Wow! Bam. Okay, und da ist eine Falltür, sehe ich gerade. Die habe ich nicht übersehen. Und hier ist eine Druckplatte. Habe ich auch nicht übersehen. Und hier ist immer noch ein Falltunnel. Da geht es nach draußen. Ich würde mal sagen, ich gehe mir jetzt erst durch die Falltür durch und gucken, was da unten ist. Einmal durch. Treppe bremst alles ab. Und da ist... Sie ist verrückt, du bist der du bist derjenige. Geh hier raus, es ist nicht sicher. Okay, Potion of Swiftness. Okay, da kann ein bisschen speeden und so weiter und so fort. Ich komme nicht wieder raus. Ist das ein Bug? Och nö. Sag bloß, das ist ein Bug. Nee, ist nicht kein. Ich dachte gerade schon, es ging jetzt ab. Ach, da ist noch ein Ofen. Ah, okay, Potions. Ach so, was schmeiß ich denn da jetzt mal rein? Oder was muss ich denn reinschmeißen? Ich guck mal gerade. Vielleicht das Feuerzeug. Okay, da ist eine Druckplatte irgendwo. Platziere etwas darauf. Oh, es ist ein totes... Ach so, genau. Naja. Okay. Irgendwas muss ich draufschmeißen. Pass auf, ich mache das mal im Feuerzeug, weil da habe ich nämlich mehr Potions übrig. Ich hoffe mal, dass ich es nicht mehr brauche. Ich hätte zwei mitnehmen sollen. Verdammt. Egal, ich probiere es jetzt gerade mal. Wenn, dann habe ich gefailt und dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwie wieder zurückkomme. Und dann werde ich mal gucken. Ich habe ja kein Creative Mode, kein gar nichts hier. Boom. So, es ist nur so lustig, wenn die Testobjekte fallen und man ihr Gesicht anschaut. Es ist so amusing. Mit zwei M's? Es wird nur mit einem geschrieben, oder? Okay, es ist so amüsant. Okay. Der nächste Test ist ein Parcours. Och nö, jetzt kommen die mir auch noch mit Jumpen an.
Kann man wenigstens da wieder hochklettern? Wenn man, okay, kann man. Na, klasse. So. Und ihr kennt doch meine Framerate. Ah, der war jetzt blöd. Der war jetzt ganz blöd. Das hat jetzt nichts mit meiner Framerate zu tun. Ach so, ja, peaceful, damit hier die Hungeranzeige nicht runtergeht. Ach komm, ihr, ich geb... nee, das war schon mit dem Flug, hat man es gemerkt. Anlauf nehmen. Sprint. Zack. So. Ah, komm. War nicht so ganz gerade. Ich muss jetzt ein kleines wenig üben, weil ihr kennt ja meine Jump-Künste, die sind zum Kotzen. Ja, das ist so allgemein bekannt. Da oben kann es sein, dass man da mal drauf muss. Das ist noch ein geheimer Gang weiter, aber ich probiere es gerade mal. Ah, nein. Na, wollte mal ein bisschen schneller sein. Okay, folgendes. Mir ist aufgefallen, ich kann besser jumpen, wenn mir das scheißegal ist, ob ich gerade runterfalle und das ein bisschen souveräner in Anführungszeichen mache. Also weniger drauf care, ob das jetzt gerade wieder ein Fail wird. Und ich mich jetzt anstrengen muss, anstrengen. Und warte mal kurz, das sind zwei Blöcke, da kann man doch so drüber springen. Warum muss ich da jetzt irgendwie sprinten oder so? Ich probiere es nochmal. So, okay. Auf den kann ich ja wohl ohne Probleme dann drauf springen oder sollte es zumindest können. Genau. Und hier sollte ich auch hoch können, ohne irgendwelche Probleme. Und da sollte ich auch hoch können. Nein! Der war knapp. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber der war knapp. Ich probiere es nochmal. Ja, ja, ihr wisst schon, das sind jetzt die Oberfails. Aber okay, nochmal. Jump, jump. Und jump. Und dann da hoch. Und dann da hoch. Nein! Warum komme ich denn hoch? Hüpfe ich gegen die Decke oder was? Aber da vorne geht's doch genauso. Nochmal. Ja, ich übe mich ein. Na, drüber gesprungen. Ja, okay, so, wir sind jetzt also schon bei der ersten Folge bei 11 Minuten 44 angelangt. Ich würde sagen, das wird jetzt noch ungefähr 13 Folgen dauern, bis ich da durch bin. 13, weil mir gerade keine andere Zahl eingefallen ist. Und, ach komm, ich wette mit dir. Ich, Horst. Oh Mann, ich bin blöd. Ihr könnt es gleich unter das nächste Video schreiben, was ihr anguckt. Ich bin blöd. Ich springe die ganze Zeit. Oder warte mal, wenn ich schon auf dem Block draufstehe, laufe ich zurück, um Anlauf zu nehmen und fall wieder runter. Schon zum zweiten Mal. Wie viele Fails sind das eigentlich? Boah, Mann. Ich probiere es nochmal. Ja, ja, ja. Wir kriegen da sowieso alles hin. Das kann jetzt nur ein kleines wenig dauern. Also wir haben noch, bis jetzt noch, haben wir noch alles hingekriegt, ne? Ich mache das nicht mit Absicht. Nee, das mache ich nicht mit Absicht. Ich probiere es nochmal. So. Jump, jump. So. Jump, dann da hoch. Kann man da vielleicht gar nicht hoch? Kann das sein? Da, es geht. Aha. Geschafft. I'm going crazy. Needs tablet. Okay. Rrr. Side fading. No. Ah. Okay, das war sie oben dann der Potion-Stand. So. Und dann geht's dahin. Und schaffen wir das in einem Zug, ohne zu failen? Schaffen wir das vielleicht oder schaffen wir es nicht? Warte mal, das da drüben, das nach vorne sind, zwei Blocks in Diagonal. Theoretisch müsste ich es schaffen. Kann ich da hinten runterfallen, wenn ich zwei springe? Kann ich. Naja, okay, ich probier's mal. Ja, und jump. Ah, ich hab's geschafft. Unglaublich. Ja, ich versuche das ein bisschen so, mir egal zu machen, ob ich runterfalle oder nicht. Dann klappt das auch ein bisschen eher, weil dann so ein bisschen das sichere Gefühl dabei ist. Okay, gut gemacht, dieser Test. Okay, du hast es... was? Ich war der Einzige, der es bis jetzt soweit geschafft hat? Unglaublich. Für dieses... Also dafür ist deine Belohnung einige weitere Tests. Oh, klasse, ey. Ihr seid so genial. Genau, weil wir alle wissen, dass du Tests liebst. Oh ja, ich liebe sie. Unglaublich. Besonders die Jump-Tests. Die gefallen mir am allerbesten. Drücke den Knopf. Nein, ich habe Angst. Nicht, dass was in die Luft fliegt. Ich würde sagen, scheiß drauf. Wow, na klasse. Okay. Bam. Und ich würde sagen, genau, erinnerst du dich, wenn ich, als ich gesagt habe, dass das Testobjekt Gesicht lustig aussieht, wenn sie alle nach unten fallen und dein hässliches Gesicht macht mich lollen, even more, also sogar noch mehr. Oh, und der letzte Test, 1 Million Testobjekt haben diesen Test schon geschafft. Toll, der hat mich verarscht, er hat gesagt, ich wäre der Einzigste. Spaß. Okay, so, dann, ja, eigentlich würde ich jetzt gerne mal, hier kurz, schlafen, wegen Dingensen und so, damit hier, der nächste Checkpoint gesetzt wird und damit ich, nicht wieder alles nochmal machen muss. Ich kann hier leider nicht sichern, ich habe den hier nicht im Creative-Mode oder ähnliches und, nee, danke. Guckt euch das mal an, mit meinen Jump-Künsten, das soll wohl ein Witz sein.
the timer runs out. Du meinst wohl runs out, aber wieso runes? Eine rune ist doch was anderes. This is a jump platform swim through the lava. Okay, okay, okay. Wir haben also eine Plattform, die irgendwie durch die Lava... komm, ich will es gar nicht wissen, pass auf. Ich beende diese Folge, denn wir haben schon 15 Minuten voll. Ich kann gar nicht schlafen. Ich warte kurz und setze meinen Checkpoint und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder frisch und munter. Und dann gucken wir mal, was dieser... das war ja ein Roboter oder irgendwas, der uns da hier beobachtet, wieder für uns geplant hat. Okay, ich sammle zu viel, ich mache folgendes. Aufnahmestopp und ich bin. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis gleich oder demnächst, je nachdem, wann die Folge schaut. Und tschüss.